Der neue FIFA-Präsident Gianni Infantino ist auch auf dem Spielfeld der Kapitän. Mit einem Spaßkick startete der 45-Jährige in sein Amt und versammelte zahlreiche Ex-Stars wie Paolo Maldini und Luis Figo auf dem Zürichberg. Der Fußball soll bei der FIFA nach Monaten der Skandale wieder im Mittelpunkt stehen. Dafür soll auch der Nachfolger von Sepp Blatter sorgen. It's great that today in the first day. Es ist toll, dass wir den ersten Tag mit Fußball starten. Das ist das, worum es hier in der FIFA wieder gehen sollte. Ich bin stolz, demütig. Ich spüre alle Emotionen, die ein Mensch zur selben Zeit fühlen kann. Wir müssen seriös und professionell arbeiten. Aber beim Fußball dreht es sich auch um Spaß und Leidenschaft. Es ist eine gewisse Magie. Und heute sind dazu auch noch einige Legenden hier. Sie sind die Stars, nicht ich. Ich diene ihnen und dem Fußball. Wir müssen jetzt die Reform vorantreiben und für Transparenz sowie gute Führung sorgen. Das sind wichtige Faktoren. Das ist der erste Schwerpunkt und das werden wir schnell erreichen. Dann können wir uns wieder in der ganzen Welt auf den Fußball konzentrieren, in allen 209 Ländern. Dafür bin ich hier. In Zukunft zählen für Gianni Infantino dann weniger seine fußballerischen Qualitäten, sondern vielmehr seine organisatorischen. Dafür sieht sich der Schweizer gut gerüstet.